Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Und Salvete Spectatoris und auch natürlich noch ein fröhliches Arr in die Runde zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind heute wieder da mit dem mächtigen Mr. Merb und wir wollen immer noch wissen, wer von uns wird der bessere Vampir. Ich grüße dich. Hallihallo und... Oder der bessere. Ja, momentan bin ich vorne, obwohl du die erste Wertung gewonnen hast, aber du hast doch gerade eben jetzt hier wieder mal 100 Punkte wettgemacht durch diese Schlacht. Völlig unverdient, wie ich natürlich finde. Ist richtig, war wirklich unverdient. Ach ja, aber die Schlacht beim letzten Mal hat durchaus Spaß gemacht. Also ich freue mich darauf, wenn wir dann mal auf echt, also wenn du mal auf echte Gegner triffst, ne? Also boah, Junge, Zwergenarmeen oder sowas, ne? Ich sehe schon, komm, das wird bitter. Vor allem von dem Spieler gespielt, ne? So, ja, also Zwergen, mit Eisenbrechern daherkommt. Zwerge sind halt ohnehin schon so saukrass gegen. Also alleine wenn du die gegen die KI spielst, ne, dann. Dann ich sag mal Chaos-Armin. Chaos-Sturm. Oh Gott, ey, wir werden uns. Ich bin mal gespannt, wen es da so irgendwie hart treffen wird, aber im schlimmsten Falle müssen wir so ein Gentleman-Agreement schließen, ja, damit beide Game Over gehen, weißt du? Weil ja. Das kann uns halt echt beide killen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil, weißt du, wenn die jetzt kommen, die kommen dann mit so 8 Fullstack-Armeen, ich hab nicht mal jemanden. Ja, und halt Stufe 20 Helden, ne, die alle zaubern können und so, ne, also ich meine, da sind wir noch lange. Richtig, und ich hätte nicht mal was, um das auszukontern, weißt du, also ich hab nur eine Armee, ich hab keine Nachbarn, die mir da irgendwie als Puffer fungieren würden. Wenn die alle auf mich draufgehen, ey, ohne Witz, das sind mehr Armeen, als ich Städte hab. Wenn die alle auf dich draufgehen, wirst du draufgehen, könnte man so sagen. Aber bei dir ist es ja genauso. Ja, klar. Ich muss jetzt mal übrigens gerade hier schauen. Mit denen bin ich noch ein bisschen unzufrieden. Die werden gehen. Und mit denen war ich auch ein bisschen unzufrieden. Die werden auch gehen. Und stattdessen machen wir das hier. Wir haben ja gerade die Zeit und dann haben wir hier noch was Schönes mit dabei. So. Genau, redet in Rätseln. Und dann, ja, es ist wirklich so. Und ich schlage vor, dass wir euch mal zusammenfassen. Ich brauche nämlich ein klitzekleines bisschen mehr Cash in der Tasche. Cash in der Tasche. Und jetzt muss ich mal hier schauen. Schwuppdiwuppdiwupp. Eigentlich hätte ich lieber nochmal sowas. Kriege ich aber nicht, ne? Aber wichtig ist, dass wir hier was übrig behalten. Und... Ah, ja, die habe ich ja auch noch. Die halten wir uns in der Backhand. Alles klar, okay. Mir stellt gerade immer wieder was... Ich stelle gerade wieder was fest, was lieblos ist. Mein Geist hat ja tatsächlich keine Rüstung, ne? Jetzt kann ich diesem Helden allerdings plus 15 Rüstung geben. Dann hat er 15 Rüstung. Das ist besser als null, ne? CA, what have you done to the game? Ah, der will wieder Militärbündnis haben, ne? Guck mal hier, Stärkrang 111. Ah, ne, militärischer Zugang. Okay, klar. Let's do it. Clan Scryer, what are you doing? Ich muss den da unbedingt attackieren. Das würde ich so gerne plündern. Würde ich gerne plündern. Unglaublich gierig klingt das. Das ist nicht nur plündern, du willst doch auflecken. Jede einzelne Dublone. Arrr. Wie war das nochmal bei der Leben des Ryan quasi? Dann hast du so viel Gold, wie du essen kannst. Oh Mann. Aber was, bitte, frage ich euch, haben denn die Chaos-Armeen für euch getan? So. Tatsächlich wirklich nichts. Höchstens XP gebracht. Ach. Nein. XP, halt die Klappe. Genau, weißt du, so, um das umzudeuten. Ja, genau. Halt die Klappe. Aber echt, jetzt genau das durfte nicht passieren. Und jetzt passiert das natürlich genau. Oh, meine schönen Pläne. Ich wollte einen Angriff auf eine Stadt starten.
Was ganz gut war, weil der Besitzer der Stadt gerade mit einer anderen Fraktion im Krieg war. Und offenbar hat er gerade seine Armee gegen die andere Fraktion verheizt, denn jetzt rekrutiert er eine neue in seine Heimatstadt. Okay. Aber eines verstehe ich jetzt nicht und ich würde mal gucken, da sollten wir jetzt mal schauen, ob das ein KI-Cheat ist. Weil die stehen hier beide im Rekrutierungsmodus. Aber die Rekrutierungsslots gelten ja pro Provinz in der Regel, zumindest bei dieser Fraktion. Das heißt, der kann gar nicht so viele Einheiten rekrutieren. Er wäre damit bei 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten. Okay, ja, sorry, ich rede wieder. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann müssen wir ihm eine Runde geben. Dann sind wir vielleicht bei 14 zu 20. Will ich das machen? Warte mal. Der mag mich jetzt. Ich habe ein Schutzbündnis mit Master Mundi. Ich brech gerade so die Lore, weißt du das? Ich habe sogar einen militärischen Zugang jetzt mit ihm. Und ich brech gleich ins Lore. Ey, eigentlich müssen jetzt die Alten kommen und den Typen beim Scheiß mit dem Blitz ausschlagen. Ja, aber wirklich. Aber wirklich. Das ist so düster. Oh Mann, oh Mann. Aber ich muss jetzt hier dann doch. Ja, doch, ich muss das machen. Nochmal hier etwas machen, um meine öffentliche Ordnung nach oben zu pushen, denn ich möchte verhindern, dass ich in einer Runde hier eine Rebellion bekomme. Dinge, die ich gar nicht abkann. Unerwartete Rebellionen. So, du bist wieder dran. Plus eine öffentliche Ordnung. I love it. Okay. Sehr, sehr schön. Ja. Aber... Ich muss den Skaggy da oben platt machen, ey. Ich muss seine Heimat segeln und muss ihn töten. Das Lustige ist, ich kann mir den Hexwattle nämlich jetzt als Handelspartner mehr oder weniger domestizieren. Er hat nämlich nur eine Stadt. Und wenn ich nämlich alles andere um ihn rum einnehme, habe ich die bessere, habe ich die Korruption. Er kommt gar nicht mehr raus. Er kann gar nichts mehr machen und steht dann einfach nur in seiner Armee da immer rum und handelt mit mir. Oho. Masterplan geschmiedet. Mhm. Hoffen wir mal, dass es ein Masterplan ist. This is nice. Ja. Wo ich nicht wie so oft irgendwas Entscheidendes vergessen habe. Ja, okay. Money. Mehr ist immer gut. Das wäre auch cool. Das kuscht so viel. Um es auf Schwäbisch zu sagen, was das kuscht. Muss ja irgendwo hier rein, ne? Lebte Kolosse, was sind denn das nochmal? Das ist doch keine Prometheaner. Ach, das sind die. Away again soon. Tatsächlich so weit weg kann das jetzt so aber nicht gewesen. Ah, hier ist das. Da. 100 Pro. Da habe ich mich wohl etwas verklickt. Okay. Ja, das Ding mit den Kolossen. Das ist nochmal eine andere Einheit. Ne? Die sehen so ähnlich aus wie diese Prometheaner. Aber. Ja, das sind diese Mischwesen da. Aber die sind nicht so geil bisher, finde ich. Also, kann natürlich sein, dass sie. Ja, die sind die Basic-Einheit von dieser Reihe. Was ich jetzt nicht weiß, aber. Finde ich nicht so gut, okay. Siren of the Storms. Weißt du, wie die Mechanik mit Rüstung in diesem Spiel funktioniert?
Ich meine eigentlich klassisch Total War mäßig, also... Also es reduziert einfach nochmal Schaden, oder wie? Ja. Jetzt ohne meine Hand dafür ins Feuer legen zu wollen, aber ich meine, es ist eine reine Damage Reduction. Also dann sind 15 Rüstung aber bei so einem Typen, der schon 80% Resistenz hat, schon ziemlich viel. Weil wenn er nämlich nur noch 80% Resistenz, ach du meine Fresse. Weil dann kommen ja nur noch so 20er Treffer an, weißt du, was ich meine? Mhm. Und der ist ja dann fast immun gegen Standardeinheiten, die dann ja, naja, die machen ja nicht mehr so viel Schaden. Hm, ist richtig. Dann ist das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn man das so durchdenkt. Ja, also ich glaube, wenn der halt auch noch Rüstung hätte zu der physischen Resistenz, wäre der OP. Ne? Wäre der unbesiegbar? Also ja, da kommt dann halt einfach kein Damage mehr an. Dann kannst du den nur noch mit Necrofex Kolossus, mit magischen Attacken kannst du den dann killen. Ne? Rüstungsbrechen musst du ihn dann killen, weißt du? Ja, so, ne? Und das wäre dann jedes einfach... Jedes Mal ein Schadenspunkt, so ding, 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 ja, ding. Steht da, Tropfen hüllt den Stein. Stell dir mal vor, das wäre hier so angezeigt in diesem Spiel, wie es so in diesen modernen Shootern so angezeigt wird. In diesem, ja, Spiel, wo immer die Zahlen aufblinken, ja, sie genau, so. Ja, wie bei. Immer so 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ja, wie bei Diablo 3, ne? Da war das ja auch so, ne? Da konnte man sich das so anzeigen lassen, ne? Oh, Skeggy wieder. Darf ich wieder Dreckskaff spielen? Nee. Er ist abgehauen, der Feigling. Aber. Ah, ja. Ich freue mich gerade eben total, denn ich habe hier noch jetzt eine vampirische Korruption, die ich auch noch niederfighten kann. Alles, was in Familie bringt. So, solche Bezwingen oder Wellen. Oh, das ist gut. Ich hoffe, der Typ hat ein paar Wahrgeist in seiner Armee. Was mache ich? Monument des Mondes soll ich plündern? Ja, hey, geil, das mache ich doch. Das ist doch genau mein Lebensplan hier gerade eben. Endlich sieht's das Spiel mal ein. Das Spiel hat ein Einsehen. So, finde ich gut. So. Bums. Die können gar nichts machen. Hm. Das ist die Revolte, die Mörb kriegt, ne? Ich wollte es nur noch mal sagen. Nein, das ist nicht meine. Das ist die Revolte, die tatsächlich Dingens bekommt. Also der Skeggy. Skeggy hat diese Revolte bekommen. Und ich habe mich gerade eben gefreut, dass er sie gekriegt hat. Was will ich verbessern? Ja, komm. Dann das hier noch. Klingenmeister und So, und jetzt kann ich das hier noch plündern. Willst du mir überlegen? Ich weiß nicht, es sind ganz coole Einheiten dabei, ne? Die sind halt dick, ne? Barbaren mit zwei Handwaffen, Champions. Ja, aber ich glaube, ganz im Ernst, die haben trotzdem keine Chance. Die haben auf jeden Fall keine Chance. Aber komm, lass das mal gerade. Ich will das mal gerade einfach machen. Wir haben ja 14 Minuten, komm, da haben wir auch noch eine Stadt gemacht. Ja, ist okay, ich hab's ja schon geahnt, als ich die Einheiten gesehen habe, aber ganz ehrlich, ich glaube, die haben wirklich keine Chance. Mhm, ja. Aber vielleicht kann ich hier noch ein paar Verluste hinzufügen. Wie gesagt, also die komischen Zombie-Deckarbeiter sind mir so egal. Mhm. Interessantes Schlachtfeld. Ausnahmsweise mal, dass du hier mal nicht so rumturnen kannst, wie du willst wahrscheinlich.
Ich suche gerade den Wald, wo ich mich drin verstecken kann. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich das nur getan habe, weil du das ja ursprünglich gemacht hast, der allerersten Schlacht. Mhm. Ja, aber bergauf kämpfe ich nicht. Stellst du dich wahrscheinlich jetzt links hinten hoch, oder was? Aber das wird dir schwer fallen, weil ich halt die Fernkämpfer habe. Das ist ja okay, aber ich sehe es halt nicht ein, hier da den Hügel stürmen zu müssen, weißt du? Das ist... Ja. Nicht sinnig. So gut. Yes, Lord. For the Blood God. Now is our time. Now. Chaos Marauders. Condiments. Yes, Lord. For the Blood God. Rah! Chaos Marauders! Yes! Chaos Marauders! Yes! For the Blood God! Charge! Run, you dogs! Yes! Chaos Marauders! Your will! Chaos Marauders! That's what the Masters meant! Throw those axes! Oh man. Chaos Marauders! Gorn demands! So be it! Chaos Marauders! Yes, Lord! For Chaos! Chaos Marauders! Charge them! Charge them! So be it! Throw it axes! Chaos Marauders! Kill them all! Eat your souls! Entschuldigung! Gesundheit! Lead us to mortals! Chaos Marauders! Boah, Junge. Fight! Die schießen echt ganz gut, deine Jungs. Slaughter! We want their eyes! Chaos Marauders! Your will! Corn Diver! Oh. Move! Ha! Also Prometheus herbeigerufen? Ja, das kann ich. Ach, wie geil! Ah, ne, warte, aber gegen die will ich gar nicht kämpfen. Komm, mit denen will ich mich gar nicht hier angreifen. Hier, da, bitte einmal hier angreifen. Genau, greif die bitte an. Ja, du hast krasse, deine Monster sind echt gut. Und dann noch die Kaff dazu, die du auch noch beschwören kannst, ne? Ich kann eine Menge beschwören, ja.
Hast du jetzt zwei Regimenter verwesene Prometheaner herbeigerufen? Ja. Aber ich kann maximal zwei davon in der ganzen Schlacht beschwören, plus noch die Dinge. Aber das ist schon mächtig, ne? Das ist richtig heftig, das ist richtig, ja. Cool. Guck mal, instant rum gewesen im Grunde. Ja. Gut, ich weiß ja auch nicht, dass du zwei verwesene Prometheaner-Regimenter noch beschwören kannst. Ich liebe es, dich zu überraschen. Aber davon lebt ja auch Kriegsführung. Ach du, das musst du nicht so oft machen. Ach ja, das ist... Aber die Überraschungen hören bald auf. Aber wie gesagt, du weißt halt nie, wann ich sie einsetze. Ne? Das macht es halt in Zukunft noch schwieriger für dich, glaube ich, dann. Weil du setzt halt einfach so eine fette Tankeinheit einfach mal so da vorne hin, weißt ja, du? Ja, das ist mächtig, ja. Ja, ja. Unter Umständen denkst du dir, ich glaube, der Merb, der ist gerade nämlich aufmerksam. Der kriegt nicht mit, dass ich gleich seine Fernkämpfer charge. Oh, scheiße, was kommt da hoch? So in der Art, wie gerade eben halt. Ja, wobei man da natürlich sagen muss, das ist eine Situation, die zustande kommt, dadurch, dass ich selbst keine Fernkämpfer habe, ne? Ja, das ist richtig. Du musst ja früher oder später was machen. Du hast ja immer den Initiativvorteil, wenn du die Fernkämpfer hast und der Gegner nicht. Ne? Ausrauben. So, jetzt habe ich ja auf jeden Fall nochmal den Plünderer bekommen. Das heißt, ich bekomme jetzt noch 3% mehr Geld durch Plündern. Was war jetzt die Aufgabe? Hehehe. Ich habe das musst, doch geplündert. Nee, du musst die in die Plünderstellung stellen. Ach so. Das ist das Ding. Ach Mist, jetzt habe ich es dir gesagt. Naja, ihr seht ja, ne? Gentleman against, ja. Ne? Also. Das ist aber seltsam. Aber okay, also das Spiel kann es ja auch ruhig mal ein bisschen intelligenter ausdrücken. Das ist tatsächlich missverständlich und ich falle da auch selbst immer wieder drauf rein. Ich hätte jetzt wieder rumgeflucht, weißt du? So von ja, wegen ey, so. Normalerweise ist das doch so klar, oder? Dann ärgerst du dich, weil das so... Und da muss ich echt sagen, ne? Ich habe CA schon 100-mal gesagt, Leute, wenn ihr so ein Spiel rausbringt, lasst mich da einfach mal einen Tag vorher auf die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche drauf gucken. Mm. Und meine Frau beherrscht Englisch wirklich fast wie auf Muttersprachlerniveau. Die hat auch lange in England gearbeitet. Und die könnte das auch machen. Aber die haben halt immer dieses eine Studio. Ich weiß halt nicht, das ist halt, glaube ich, ich glaube, das ist auch Sega, ne? Ich glaube, Sega vermittelt das halt. Ich glaube, CA hat da gar nicht so einen großen Einfluss drauf. Und die übersetzen diese Sachen dann total missverständlich. Ich frage mich halt echt, also das wird wahrscheinlich wieder so sein, so, ja, die sind halt günstig oder so. Oder mit denen haben wir das schon immer gemacht. Ja, oder die haben halt einen Vertrag mit denen. Das kann ja auch sein, ne? Kann ich ja auch verstehen, ne? Wenn so ein Unternehmen so einen Vertrag schließt für einen Titel oder für ein Jahr oder sowas, dann können die nicht einfach vertragsbrüchig werden und jemand anderen beauftragen, dann kann der, Geschädigte kann er dann eben, kann ich ja dann eben hier am Schlawittchen packen, ne? Das ist richtig. Und ich bin gerade eben nur am gucken, was ich hier forschen will. Mhm. Das ist immer so anstrengend, zu gucken. Groß gegen große Feinde. Ach, ich forsche mal etwas, was länger dauert. Master. Ja, das ist halt jetzt geil, ne? Weil ich kann jetzt diesen Käse jetzt hier halt nicht in die... Ich kann jetzt hier halt einfach nicht in die Dingens gehen, was total doof ist. Kann das nicht machen. Na gut. Aber ich halte es gerade eben auch schon mal einen schönen Abstand zu dir, was die Infamie angeht. The Empire. By the Comet. Übrigens der Zauberbewohner der Tiefe, den kann man aber auch nicht weiter verbessern, den kann man einfach nur haben. My axe thirsts for war. The tides. Aber mit dem nächsten Level up, und der ist nächste Runde, kann ich aus den fahrenden Rittern Ritter des Königs machen. Ah, geil. Also wie gesagt, das sind noch nicht mal die geilen Ritter. Das muss man mal dazu sagen, ne? Das sind noch die Pappnasenritter.
die man normalerweise, wenn man Bretone spielt, eigentlich nie kauft. Aber hey, hier jetzt kostenlos? Nein, abbrechen. Spiel, deine Bewegung, ey, ohne Witz. Macht der mich nochmal hier schwach, ne? Trashe ich jetzt wieder. Andersrum. Andersrum, andersrum, andersrum. Okay, Junge, wer ist im Krieg mit dir? Wer ist im Krieg mit dir? Wo bist denn du hier? What? Da sind sie, ne? Okay, pass auf. Clan Skraja! Make this quick fast, I'm busy. Guck mal, ich helfe dir im Krieg gegen den. Und dafür, nee, kein militärisches Bündnis, aber ich hätte gern ein bisschen Geld. Fein. Saltwater. So, jetzt nochmal bitte Test. Bestanden, hoffe ich. Bring the storm. Crew to war. Ja, das darf der Merv entscheiden, ob er das spielen will. Oh, nee. Das ist Quatsch. Na, ist halt fast nur Inf. Ja, ist auch vor allem eine Feldschlacht. Bei einer Stadtverteidigung hätte ich gesagt, komm, lass mal probieren, aber... Mhm. Wie gesagt, das ist halt das Schlechteste, was man da auch nur haben kann, ne? Ach, du bist schon in Estalia unterwegs. Na, früher oder später wirst du ja nach Bretonia vorstoßen, weil ich glaube, du ignorierst erstmal die Zwerge rechts neben dir. Geringfügig. Und mit gutem Grund. Da hat einer Respekt vor den bärtigen Jungs. Da hätte ich aber auch ganz ehrlich gesagt. Ich habe keinen Bock auf die, ne? Also Untote spielen gegen Zwerge. Die Zwerge rennen auch nicht weg wegen so ein bisschen Angst und Entsetzen, weil die einfach einen hohen Moral leider, haben. Genau, ja. Das ist gegen Zwerge fühlen sich selbst seine Verfluchten an, als ob es Zombies wären. Also wenn man das mit normalen Untoten halt spielt, ne? Fear the Pirate Queen. Bring them back. Ja, das wäre ganz schön, aber das ist auch so teuer, ne? Okay. Ich dachte, ich hätte das eben schon in Auftrag gegeben. Egal. Ich habe eine Idee, wie ich das mache. Ah, ich bin so doof, dass ich da nicht schon vorher drauf gekommen bin. Eine Idee, wie ich gleich zwei Fliegen an der Klappe schlage. Teclis erklärt mir den Krieg, okay. Yeah. Richtig so. Warum? Random! Der ist bei dir irgendwo da drüben. Der ist doch nicht mal bei mir in der Nähe. Was für ein Quatsch, ey. Aber dich kennt er halt schon, weißt du? Du hast dir einen Namen gemacht. Ja. Ich bin so infam, ich weiß nicht, ne? Ich bin so infam. Ich bin bloß ein bisschen infamer, aber... In Fame, sozusagen. Mhm. Leute, drückt mir die Daumen. Ich habe gerade vor, den Merb nächste Runde nochmal zu überholen. Wenn das klappt, was ich vorhabe, was wahrscheinlich nicht klappen wird, weil ich habe so eine ganz doofe Vermutung, dass die Skaven was Saudummes machen. Jo, das fast. Okay, warte mal. Ah ne, das bin ich. Okay, ja, okay. Sie haben noch nichts Dummes gemacht. Vielleicht machen sie noch was Dummes. Ich weiß nicht, wann der... Ne, warte mal, der Ikit, der war schon dran, ne? Okay, gut. Könnte fast klappen, was ich vorhabe. Könnte fast klappen. Du müsst aber was Großes dann platt machen, wenn du das da... Jetzt will der will das garantiert mit mir Frieden machen, der Penner. Skaggy, was willst du von mir? Der gibt Frieden. Ey, weißt du was, Junge? Gegenangebot. Kann ich dich mal so ein bisschen von hinten rum penetrieren? Ich kann,
Ah, schade. Also, man kann ihn auch nicht irgendwie vasalisieren oder so. Nee, dann ja. Kann man es vergessen. Du kannst es machen wie Zheng Zhang-Style, ne? Machst zum Tributstaat. Sozusagen, ja. Auf normal würde das vielleicht sogar dann gehen. Ja, Leute. Nächste Runde. Nächster Part. Dann sehen wir uns bald wieder, ne? In diesem Sinne, sage ich nochmal, Pax Vobiscum, Valete und Arr. Ciao, ciao.